der Abgeordnete Paul Viktor Podolei. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Corona-Selbsttests gelten als Möglichkeit, das Land aus dem Dauerlockdown zu führen. Die Intention ist absolut zu begrüßen. Doch wie soll das in der Realität aussehen? Und ist es mit den Schnelltests getan? Natürlich nicht. Oberstes Ziel muss es sein, das reale Infektionsgeschehen in der Bevölkerung differenziert abzubilden und sich nicht fanatisch an willkürliche Inzidenzwerte zu klammern. Es ist bekannt, dass dieser Selbsttest in großen Mengen falsch positive und falsch negative Resultate produzieren werden. Das heißt, sie sind ungenau. Was ist die Konsequenz, wenn alle anfangen, sich wie verrückt zu testen und eine Flut an falschen Ergebnissen in der Inzidenzstatistik eingeht? Bleiben wir dann in Dauerlockdown, meine Damen und Herren? Wollen Sie von der FDP das? Dass Sie das allen Ernstes fordern, zeugt entweder von mangelnder Fachexpertise oder mangelndem Demokratieverständnis. Die Tests zunächst auch ohne Zulassungsverfahren auf den Markt zu bringen, ist das i-Tüpfelchen Ihrer Wahnsinnskreation. Dieses Selbsttestkonzept darf nicht als weiteres populistisches Mittel durchgeprescht werden. Denn langsam haben die Menschen da draußen die Nase gestrichen voll. Die Willkür, die wir hier in Deutschland seit Monaten erleben, erinnert an eine Bananenrepublik. Lockdown in Endlosschleife, hysterische Politiker à la Karl Lauterbach und ein Ministerium, Innenministerium, das die Forschung korrumpiert, um politische Maßnahmen umzusetzen. Meine Damen und Herren, Orwells Überwachungsstaat aus dem Buch 1984 wird 2020 teilweise zur Realität. Covid-19 beschäftigt uns nun seit über einem Jahr und von den Schnelltests für zu Hause erhoffen sich viele Menschen mehr Normalität. Genau das will die AfD auch, jedoch mit Verstand und Logik. Bevor wir das Land mit unsicheren Schnelltests fluten, müssen wir die Wurzel allen Übels abschaffen. Das heißt, dass die willkürlichen und sich ständig ändernden Inzidenzschwellen streichen und die Ausrichtung der politischen Maßnahmen an diesen ein für alle Mal beenden. Vielen Dank. Dankeschön. So, jetzt ist der nächste Redner an der Reihe. Beruhigen Sie sich bitte. Alles gut. Das ist der Kollege